Tag, meine Damen und Herren. Ja, Sie haben es gehört, Energie und Mobilität, dann Fahrzeug, Elektrik, das passt noch zusammen. Und jetzt komme ich noch mit einem Netzwerk daher. Ich bin nicht Vollblutinformatiker, ich kenne die Open-Source-Szene nicht so gut wie Sie, aber anscheinend bin ich da trotzdem in ein Open-Source-Projekt hineingeschlittert im Juni. Und das präsentiere ich nun Ihnen gerne. Das Ding nennt sich Things Network. Und um was geht's? Alles wird smart. Megatrend, smart, Smart City, Industrie 4.0, V2X, V2V, Vehicle to Vehicle, Vehicle to Infrastructure, Kommunikation, Smart Health, Smart Grids, Smart Homes. Also uns wollen alle eine smarte oder intelligente Welt verkaufen. Das gilt als Megatrend. Und es gibt kaum eine Branche, die sich nicht damit beschäftigt. Also auch eben die Automobilindustrie. Die Fahrzeuge sollen zukünftig autonom fahren. Ja, was machen Sie dann als Fahrer? Sie sind eingesperrt in ein paar Quadratmetern und Sie müssen irgendwie unterhalten werden. Und dementsprechend ist es dann nur durchaus interessant, wenn Sie nicht flüchten können, auch Werbung in die Autos einzublenden, als Beispiel. Smart Grids, immer wie mehr Generatoren, verschiedene kleine Kraftwerke. Das Netz wird dadurch volatiler, das heißt, bei Sonne habe ich viel Strom, ohne Sonne habe ich wenig Strom. Das heißt, das Netz muss auch die Verbraucher ein- und ausschalten können, auch dort Kommunikation bzw. Vernetzung, Connectivity, ein Thema. Industrie 4.0 kennen Sie sicher auch, eine Branche, das groß geschrieben wird. Smart Homes, die Vernetzung, ja, was fehlt mir noch? Smart Health, Unabhängigkeit ins hohe Alter, wäre auch nicht schlecht. Dass das Gerät mir sagt, wann ich zum Arzt muss, wäre auch nicht so dumm, vor allem für die Männer. Ja, gut, also smart, die Frage ist wie. Und dazu braucht es einfach gewisse Technologien oder Enabler und die kommen nicht von ungefähr. Das große Thema Big Data, insbesondere Industrie 4.0. Es gibt zwei Möglichkeiten, Sie kaufen die Daten bei Google oder Sie sammeln sie selbst. Das heißt, Sie müssen die dann entsprechend analysieren können. Das schlussendlich erlaubt mir dann Massenindividualität, das finde ich noch ein cooles Wort. Massenindividualität, das heißt, ich kann ein Produkt herstellen für die Masse, aber individuell für jeden meiner Kunden muss ich natürlich sein Benutzerprofil kennen. Also das ist sicher eine Enabling-Technologie, gehe ich nicht weiter darauf ein, ist auch nicht mein Spezialgebiet. Dann, ja gut, wenn da unsere Netzwerke da, insbesondere die Elektrizitätswerke, vernetzt werden, wenn die Daten ins Internet speisen und gleichzeitig dann auch Geräte zu- und abschalten. Ja, Blackout ist ein Thema. Diejenigen von Zürich, die kennen sich bestens damit aus. Müssen ebenfalls große Fortschritte gemacht werden. Die Systeme sind nicht mehr isoliert. Wenn wir alles ins Internet stellen, dann haben wir keine Isolation mehr. Darum waren bisher solche Systeme einfach immer abgeschlossen. Und jetzt, wenn die smart werden sollen, dann müssen sie bestehende Infrastruktur nutzen können. Also ein großes Thema. Security and Safety. Wir unterscheiden in Deutsch nicht. Aber eines ist die Sicherheit, die Datensicherheit. Und das andere ist die Sicherheit für Person und Material. Wenn das Internet in die reale Welt kommt, über das Internet der Dinge, ja, dann ist dann nicht nur noch 1000 Stutz falsch abgehoben. Dann sind dann effektiv physische Schäden auch möglich. Und darum ist das natürlich ebenfalls eine ganz entscheidende Technologie, dass das Smart schlussendlich funktioniert. Sensoren, Aktoren, je günstiger das Zeug wird, desto mehr Daten können wir sammeln, desto mehr Informationen können wir schlussendlich in das Netz hineinbringen. Also auch dort wird relativ intensiv daran gearbeitet,
damit eben diese Sensoren diese Information zu einem Rattengeschäft werden. So, und jetzt zuletzt Connectivity und Communication. Ich denke, das ist klar. Internet der Dinge bedeutet Dinge miteinander verbinden, und zwar nicht mehr nur von Mensch zu Mensch, sondern eben auch von Ding zu Ding oder Dinge über eine Systemgrenze weg. Ich stelle die Daten einmal ins Internet, ich schaue dann später, was ich damit mache. Und da möchte ich jetzt gerne etwas tiefer darauf eingehen. Und zwar den Übertragungskanal. Was ich Ihnen vorstelle hier, ist eine Übertragungstechnologie, das heißt, wir sprechen von Layer 1, das physikalische Medium. Und da gibt es einen Standard, der nennt sich LoRa. LoRa steht für Long Range. Und das heißt, ich kann mit einer relativ kleinen Sendeleistung, so viel wie Sie bei einem normalen Wi-Fi-Router haben, nämlich 100 mW Sendeleistung, kann ich Distanzen überwinden von 5 bis 15 Kilometer. Ich habe 5 bis 15 Kilometer gewählt. Wenn Sie das nachschauen im Internet, dann finden Sie bis 1000 Kilometer, aber auch nur bis 500 Meter. Also 5 bis 15 Kilometer, das sind auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Im urbanen Gebiet, also in der Stadt, da sind Sie bei 2 Kilometer, wenn Sie da aufs Land gehen oder, oder die Antenne genügend hochstellen, dann kommen Sie auch weiter als diese 15 Kilometer. Also mit kleiner Sendeleistung kann ich da relativ weit kommen. Das ist sicher interessant. Und was fast das Wesentlichste ist, ist da der Punkt 868 MHz im ISM-Band. ISM steht für Industrial Science and Medical. SRT steht für Short Range Devices. Das ist ein Frequenzbereich, der reserviert wurde für Nahkommunikation, ähnlich wie wir es kennen mit Bluetooth zum Beispiel. Bluetooth ist in einem anderen Bereich, aber dieser Bereich ist auch so definiert worden für diese Kommunikation, geht aber jetzt doch in den Long Range, ohne dass wir die Spezifikation, damit ich dieses Band nutzen kann, verletze. Um das geht es schlussendlich. Die Reichweite ist in dem Sinne nicht spezifiziert. Es ist bidirektional, das heißt, ich kann sowohl senden wie auch empfangen. Ich habe aber eine relativ kleine Bandbreite. Also alle, die schon gehofft haben, ja super, jetzt kommt ein neuer Mobilfunkstandard, ich telefoniere jetzt dann mit LoRa, die muss ich enttäuschen. Wir sprechen hier von ein paar Bytes pro Stunde. Aber dafür mit wenig Energie, low power. Geräte, die ich mit diesem Standard ausrüste, laufen zwischen, je nach Batteriegröße selbstverständlich, 2 und 5 Jahren. Und das Beste zum Schluss, das Band ist lizenzfrei. Was heißt das? Ich kann, ohne dass ich eine Konzession lösen muss, bei Bacom, kann ich diese Geräte betreiben. Das heißt, ich kaufe mir so ein Gerät, stelle das irgendwo hin und ich darf es betreiben, wie ich die Funkmaus oder die Bluetooth-Geräte ebenfalls betreiben kann, ohne dass ich eine Konzession brauche. Sie mögen sich vielleicht noch an die Diskussion erinnern, beziehungsweise an die horrenden Zahlen, die da genannt wurden für die Konzession der Mobilfunklizenzen. Das fällt hier weg. Das ist rein physikalischer Übertragungskanal, das heißt, das ist nur Layer 1. Jetzt gibt es noch der passende Application Layer dazu, das ist spezifiziert über diese LoRa Alliance. Das heißt, wir haben hier unsere Dinge, wir haben eben den Übertragungskanal, das hier, das ist LoRa, und dann haben wir hier schlussendlich unsere Antennen. Und Sie können sich vorstellen, wenn da irgend so ein Knoten sendet, dann wird der durch mehrere Gateways empfangen. Das heißt, ich habe eine Message, das habe ich unter Umständen mehrmals. Und dann brauche ich dann Systeme, Router, Filter, Broker, die das Ganze abhandeln und mir das schlussendlich in meine Applikation bringen, ins Internet bringen. Das
Hier ist spezifiziert als LoRaWAN und dieser Teil hier wird ebenfalls von dem Hersteller von dieser Technologie bzw. von den Chips für diese Technologien quasi frei zur Verfügung gestellt. So, das war vor einem Jahr. Und ein paar findige Köpfe schlussendlich in Amsterdam, die haben gesagt, das finde ich eine coole Sache. Alles ist quasi lizenzfrei. Wir bauen unser eigenes Internet der Dinge. In Amsterdam ist das geschehen. Das ist Wienke Gietzmann und ich lasse ihn kurz seine Idee vorstellen. Imagine an Internet of Things data network that's created by the people and free and open for everyone to use. That's our mission at the Things Network. We are a group of people that is building a global, crowdsourced, open, free Internet of Things data network. New technologies allow for things to connect to the internet without Bluetooth, 3G or Wi-Fi. This technology is called LoRaWAN. It's very battery efficient, so devices can last up to 3 years. It's long range, it has a reach of around 10 kilometers, and it's low bandwidth, ideal for the Internet of Things. The good thing is that this network can be built at a fraction of the cost of traditional mobile data networks. The bandwidth used by LoRaWAN is open, and the network equipment is low cost. In the old world, building such a network was up to large corporations. We built the network ground up, funded by its users. So with a small group of people, it's possible to provide data connectivity for an entire city. It's our mission to support that globally. The city of Amsterdam was covered in 4 weeks, and use cases were built on top of that starting from the first day. We believe the abundance in Internet of Things data connectivity we're providing result in exponential innovation in the Internet of Things. You are the network, let's build this thing together. So, besten Dank. August 2015. Das ist die Situation heute, wie sich das verteilt hat. In Amsterdam gegründet, etwas mehr als ein Jahr, ein gutes Jahr. Und Sie sehen, das sind die Communities weltweit, die sich da entwickelt haben. Und wenn wir das noch genauer anschauen in der Schweiz, das sind die Communities in der Schweiz, die es da gibt dazu, mit der gleichen Idee, lasst uns das eigene Internet der Dinge machen. Je mehr Zugang haben, ohne große Verträge, ohne große administrativen Sachen, sondern das Ding einfach benutzen, das gibt dann auch Möglichkeiten für interessante Anwendungen, für interessante Use Case. Und das ist die Idee. Die erste, die war in Zürich und irgendeinmal hier im Juli 2016 ist die Community Bern hinzugestoßen und wir sind heute doch immerhin fast eine der größten, also irgendwie in den Top 10 sind wir da innerhalb ein paar Monate angewachsen. Wie sieht es aus? Der Things Network, wir haben aktuell 14 Gateways installiert im Umkreis von 50 Kilometern, das heißt Region Bern, Richtung Thun, Burgdorf, Biel, so in dem Bereich Solothurn ist die Community aktiv. Wir haben 17 Contributors und eben unser Ziel ist, das auch im Bern-Mittelland zugänglich zu machen, sodass jeder neue Anwendungen oder auch einfach Hardware entsprechend testen kann. Schlussendlich, was ist die Idee? Eben das Netzwerk in der Region Bern aufzubauen. Wir wollen aber auch unterstützen. Das heißt, die Idee ist, dass wir Neulinge, die sich interessieren für die Technologie, dass wir ihnen die Technologie näher bringen. Es gibt nicht nur LoRaWAN als Technologie, aber wir haben uns darauf spezialisiert in dem Sinne, weil das eben frei zugänglich ist und dementsprechend interessant. Und schlussendlich natürlich der Community-Gedanke schlechthin, Informationen auszutauschen, Gadgets einander vorführen oder auch zusammen Use Case erarbeiten. So, 3 Minuten, trotz Panne, immer noch im Zeitrahmen, super. Falls Sie Interesse haben, ich lade Sie herzlich ein, schauen Sie vorbei, eben, es ist wahrscheinlich national hier,
Es gibt die Community in Zürich, es gibt auch die Community in Bern. Sie können uns anschreiben über das Things Network at bfh.ch. Für diejenigen, die sich noch fragen, was das BFH da macht. BFH hat ebenfalls Interesse in der Forschung und einer Testumgebung. Und so hat die Berner Fachhochschule schlussendlich sich entschieden. Und darum bin ich auch hier, eine gewisse Basisinfrastruktur einmal bereitzustellen, damit wir eigene Tests machen können in einem größeren Gebiet, eben da Bern, Biel, Burgdorf. Und im Moment sind wir daran, Biel und Burgdorf zu installieren. Und in der zweiten Phase, das heißt irgendwie so bis erstes Quartal 2017, ist dann auch Bern damit mit einer Basisinfrastruktur abgedeckt. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bis zum Schluss. Herzlichen Dank. Welchen Typ von Gateway verwendet wird? Ich habe auch so ein Things Network Gateway bestellt, weil in Amsterdam und in Deutschland immer noch auf Support. Ja, das ist so. Das ist ein Kickstarter-Projekt, war das. Und das Geld war relativ schnell zusammen, jetzt haben sie etwas länger da mit der Umsetzung. Wir haben uns entschieden, ein professionelles Gateway einzukaufen von Multitech. Denjenigen, den man im Bild gesehen hat, das ist einer von Curlink. Wir haben da getestet und geschaut. Ist ein ziemlicher Run darauf aktuell auf Hardware. Von dem her ist es immer eine Verknappung, ob künstlich oder was auch immer. Es ist eine Verknappung vorhanden. Aber wir haben sie jetzt gekriegt und sind jetzt am Installieren. Warum wurde diese Bahn nicht vorher schon verwendet für solche Zwecke? Also ist es, weil jetzt die Technologie haben, um diese Bahn sinnvoll zu verwenden? Oder? Nein, das Band wurde immer verwendet. Also eben für so Kurzkommunikationswege wurde das Band verwendet. Das ist einfach die Anwendung quasi eben im lizenzfreien Bereich. Die Sendeleistung klein halten, aber dafür verwende ich etwas mehr Sendezeit. Und damit kann ich dann die größeren Distanzen erreichen. Das ist so ein Chirp Spectrum Modulation, ist das eine Modulationsform, die das zulässt, die eben dann diese großen Distanzen ermöglicht, trotz kleiner Senderleistung. Aber es wurde schon vorher verwendet, einfach nicht für diese Anwendung. Das ist neu. Ja. Wie ist das mit der Verschlüsselung? Kann ich das end-to-end verschlüsseln? Wenn ich jetzt die Community join und ich will nicht, dass mein Doorbell da... Genau, das ist eine sehr gute Frage. Danke für die Frage. Das ist Punkt-zu-Punkt verschlüsselt. Sie haben einen Schlüssel, um ins Netzwerk einzuwählen. Also jede Node hat eine Identifikation für das Netzwerk. Und dann schlussendlich haben Sie noch eine Identifikation Punkt-zu-Punkt zu Ihrer Applikation. Die Daten sind AES 128-Bit verschlüsselt. Genau. Mit diesem Doorbell, wie viel Delay habe ich da, wenn ich da einige Bytes pro Stunde schicke, bis ich dann die Message habe, dass da jemand sieht? Auch das ist ein guter Input. Es ist so, dass das Problem ist, dieses Band hat gewisse Eigenheiten. Ich kann das vielleicht dann noch in einer Pause ausführlich diskutieren, aber grundsätzlich dürfen Sie das nur 1% Duty Cycle belegen. Das heißt, Sie senden im Normalfall nicht bestätigend. Das heißt, Sie senden die Meldung ab und Sie wissen aber nicht, ob die ankommt. Aktuell ist das noch nicht so ein Thema. Wie sich das dann zeigt mit der Verbreitung, das ist dann eine andere Geschichte. Das weiß niemand so recht. Oder wann ist das so? Sie können entgegenwirken, indem Sie mehr Antennen stellen. Dann werden Sie sicher eine zuverlässigere Verbindung haben. Aber schlussendlich ist es dann eher für Anwendungen gedacht, zum Beispiel zyklische Temperaturübermittlung. Wenn da ein Paket wegfällt, ist das nicht besonders tragisch. Sie haben aber die Möglichkeit, Confirmed Message zu versenden. Das heißt, wenn Sie es unbedingt brauchen, wie zum Beispiel bei einem Doorbell, dann ist es entscheidend, dass Sie... Ja gut, dort leiten Sie halt noch einmal. Aber vielleicht, wenn Sie ein Paket bestellen wollen, ist es dann wichtig. Also, dass man da mehrmals drückt, dass Sie dann hier aufkommen. Ja, vielleicht können Sie es ja auch in einen Indikator machen, die technische Lösung im Detail.
Ja. Kann ich ein privates LoRa installieren? Mhm. Zum Beispiel, welche die Antenne, die man eh braucht? Ja, das können Sie auch. Also der Quellcode da von Things Network, der ist auch freigegeben. Das heißt, Sie können einen Server installieren, der dann auch Router, Broker quasi das handelt. Und dann können Sie Ihre eigene Netzwerk-ID lösen und Sie können dann quasi Ihr eigenes LoRa-Netzwerk machen. Aber die Luft, die gibt es nur einmal. Also dort haben Sie dann schon ein Problem unter Umständen. Ja. Du hast schon Ideen über Anwendung, also wozu man das überhaupt brauchen kann? Ja, also die Idee ist, dass Sie Sensoren vernetzen, also bestimmte Use Case, die immer wieder genannt werden, sind irgendwelche Bestellungen per Knopfdruck, also ähnlich wie Amazon Dash Button zum Beispiel, dass Sie irgendwo bei der Waschmaschine einen Knopf haben, dann können Sie das Waschmittel bestellen, Logistikanwendungen. Andere Anwendungen aus dem Agrargebiet zum Beispiel, Bodenanalysen, Temperatur, Feuchtigkeitsaufnahme, zyklisch senden. Ohne dass Sie über das Mobilfunknetz gehen, nicht unbedingt nur wegen den Kosten, sondern einfach auch, weil das Gerät müssen Sie dann täglich aufladen. Das ist das Problem. Und hier können Sie das Gerät 2 Jahre im Boden lassen und das funktioniert. Also alles, wo eben Batterie mobil ist, kleine Datenmenge, das sind schlussendlich die Anwendungsgebiete. Ja? Vielleicht noch kurz zur Ergänzung mit der Sache, die wir ja an der BFH machen. Das ist zu wenig gekommen, das ist ja wirklich dann öffentlich das Netz. Das ist nicht nur für die BFH zu Forschungs- und sonstigen Zwecken, sondern für die offizielle Things Network ID, das ist ja für alle dann zugänglich, oder? Das ist so, genau, ja. Danke für den Input. Es ist effektiv so eben, das Netzwerk, das wird dann nicht exklusiv sein, sondern Sie werden da einfach profitieren können, indem Sie sich auf das Things Network Portal einen Account beschaffen und dann haben Sie quasi die Möglichkeit, Ihre Applikation dort drin oder eben Ihre Applikation zu entwickeln und dann über MQTT zum Beispiel zu kommunizieren. Also ergänzend noch, also die Swisscom hat ja auch angekündigt, das schweizweit dann ausrollen zu wollen. Sind Sie auch dran? Wie ist es da, so wie ich verstanden habe, vom Preismodell her noch nicht alles klar, aber kommt dann auch noch wahrscheinlich nächstes Jahr. Genau, dort sind ebenfalls Aktivitäten daran, das nennen Sie es LPWAN, Low Power, World Neo Network, basierend auf der gleichen Technologie, richtig. Ja, da war noch eine Frage. Okay, danke. Noch eine Frage, das die Messung, die man im Acker baut. Also da werden ja bereits Bodensättigung und so weiter, das wird ja schon gemacht. Genau. Basiert das heute schon auf LoRa oder ist es noch? Nein, das passiert heute auf G2-Standard. Ja. Ja. Gut. Gut. Dann, vielen Dank. Merci.